Oh mein Gott, Leute, heute reagiert Leontin auf eure Shorts von Leontin. Ja! Was? Ich bin's, Leontin. Oha! Oh mein Gott, Leute, hast du ihr Haus angezündet? Alter, da hast du Nara Jinsaui getroffen, Alter. Oder? Ja. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, wir sind heute einfach wieder mit Leontin am Start. Genau, und wir werden uns heute tatsächlich Shorts von Leontin angucken, die ihr gemacht habt, also irgendwelche Leute im Internet über Leontin. Ich bin richtig gespannt, was da alles bei rumkommen wird, was wir alles finden werden, Leute. Und natürlich gucken wir uns auch Shorts an, wo er dabei ist. Und ich würde sagen, Leontin... Ich habe hier sogar schon eins gefunden. Du hast schon mal das allererste gefunden. Warte, und zwar das. Mal. YouTuber, bei denen es gebrannt hat. Aber davor, like und abonniere oder diese Spinne kriegst heute noch unter deine... Hey, warte mal. Leontin, seine Wohnung brennt, heißt das Short. Hat's bei dir mal gebrannt? Warte. Hä? Leontin steht hier. Wer, bei wem noch? Standard-Skill? Lol. Marvin? Hä? YouTuber, bei denen es gebrannt... Hey, warte mal kurz. Hat's bei dir gebrannt? Ja. Ich hab Wann? Du weißt, ich hab eine Zweitwohnung, gell? Ja. Die wurde durch Bälle angezündet. Ah, an Silvester? Ja. Lol, stimmt. Ah ja, ey, stimmt. Marvin hat da sogar ein Video drüber gemacht. Digga, Alter. Wie hoch war der Schaden? Also konnte die Feuerwehr das dann regeln, oder? Also, Digga, der ganze Balkon hat gebrannt. Ja. Die Pflanzen haben gebrannt. Ehrlich? Ja, alles hat gebrannt. Oh mein Gott. Ey, das ist richtig belastend, sag ich ehrlich, Leute. Okay, naja, wir gucken mal weiter. Leute, der kleine Junge bekommt jetzt Also Leute, ich glaube, Leontin bekommt hier 100 Euro pro Treffer. Weißt du noch, wie oft du getroffen hast? Ja. Weißt du noch? Okay, nicht sagen, ich rate jetzt einfach mal, ich glaube, dreimal. Ich glaube, dreimal. Ich weiß nicht. Wir werden es auf jeden Fall jetzt angucken. Let's go, wir gucken. Ich sag dreimal. Nein, Leute. Ah, okay. Einmal fehlgeschlagen. Komm schon, Leontin, du hast noch 4 Versuche, du schaffst das. Leontin, Leute, lass jetzt alle ein Like und Abo, dann schafft er das. Nein. Oh, auch Mist. Ich hoffe, jetzt triffst du. Er kann immerhin noch 300 Euro bekommen. Okay, Leute, Versuch Nummer 3. Komm schon, Leontin. Das ist auch schwer mit Trampolin. Nein, ey, wie knapp. Ey Leute, ich will ihm doch das Geld schenken, so macht das doch gar keinen Spaß. Okay Leute, komm jetzt, 4. Versuch, bitte Leontin, treff jetzt endlich. Oh. Was war denn das gewesen? Komm schon Leontin, 3. Versuch jetzt. Let's go. Und jetzt aber. Ja! Oh krass, einmal hast du getroffen. Ja. Ey geil, aber trotzdem sehr, sehr nice, muss ich sagen. Läuschen! Mäuschen! Die hört dich noch gar nicht. Warte, wir werden dich jetzt mal in YouTube... Ey, da hast du mit Max Minecraft auf der YouTuber-Insel gespielt, ne? Ja. Und jetzt müssen wir aufpassen, ja? Flauschi ist da, Leute. Flauschi! Hallo, ich bin's, Lisa. Lisa, wer... Max, bist du krank? Nein, ich bin's Ja, ich bin krank! Oh, die hat geschrieben, irgendwas stimmt mit Max nicht. Warte. Flauschi, nein, Spaß, ich bin's, Leontin. Oha! Oh mein Gott, Leute, hast du ihr Haus angezündet? Nein. Ach so. Ja, das sieht aber so aus für mich. Ich will jetzt hier das ganze Haus an. Klauschi, ich bin's, Leontin. Hallo. Oh mein Gott. Kennst du mich? Ja, ich kenn dich aus Max von Videos. Alter, ey, du hast ihr ganzes Haus abgebrannt. Ich hab alles abgebrannt. Wirklich? Alles abgebrannt. Alter, ihr ganzes Haus brennt, Leute. Kostiki! Ey, Leute, tut mir leid, aber tschüss. Ey, Alter. Ey, wie hat die reagiert? Ey, die war richtig sauer. Oh mein Gott, die Arme, ey. Let's go. Du bist zu lange gefahren. Jetzt hä? Ey, warte mal kurz. So, let's go. Leute, du hast dich mit Mina getroffen von Chanze? Ja. Alter. Was habt ihr da gemacht? Wir waren im Kino, haben aufgenommen. Im Kino? Aber warum fährst du im Kino mit Go-Kart? Ja. Wieder weg, du musst schneller sein. Jetzt. Hast du einfach Minas Auto geklaut? Oder war das deins? Nein, Minas. Minas? Du bist einfach weggefahren? Ja. Obwohl sie gar nicht wollte, ey. Sie war richtig sauer auf mich. Ja. Lol. Voll
oder? Alter, was ist das denn? Warte mal kurz. Minecraft-Chips. Minecraft-Chips? Ja. Lol, die kenne ich gar nicht. Ey, die haben Leute, aber ich auch hier. Lol. Wow, Alter. Alter. Leute, wieder mal am Zerfetten, die Jungs. Und was sagst du dazu, Mina? Hä, was hat dir Mina gesagt? Sie hat gesagt, sie hat sich Leute, auch gesagt. Leute, habt ihr schon mal Minecraft? Scheiße, sind die komisch, ey. Oh, Mann. Aber liebe Grüße auf jeden Fall an Mina und an Chanzel. Auf jeden Fall beides Ehrenfrauen. Leute, ich bin kurz davor, die 40.000. LOL. Hey, schau mal, da warst du kurz vor 40.000 Abos. Ja. Ey, du hast jetzt schon gefühlt fast 100.000, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, 70. 70? Also Leute, wenn ihr das Video seht, vielleicht hat Leontin dann schon wieder noch mehr. Ich weiß gar nicht, aber das ist geisteskrank, wie schnell du Abonnenten machst, ne? Ja. Ey Leute, also abonniert nochmal alle Leontins Kanal auf jeden Fall. Richtig krass. Ey, 100.000 Abos, was machst du da bei 100.000 Abos? Weißt du es schon? Weiß ich schon. Weißt du es schon? Verrät's aber noch nicht, oder? Ja. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Also, bei 100.000 Abonnenten kommt ein Special bei Leontins Kanal. Aber richtig krass. Genau, hast du Leute, in dem Shorts geknackt? Fast 40k, vielleicht schaffen wir jetzt noch einen, Leute. Let's go, abonniert jetzt alle den Kanal, checkt das neue Video von ihm ab. So, Leute, wir sind jetzt hier auf der Kirmes mit Leontin. Oh, lol. Und Leute, wir haben einfach mal als allererstes das neue da hast du die Power. Warte mal. Warte, ich komme gleich, okay? Ja, ja, okay. Leute, was macht jetzt Leontin? Auf jeden Fall, Leute, habe ich in dem Short... Oh, geht's? Ja, ich komme gleich. Okay. Leute, auf jeden Fall habe ich in dem Short das allererste Mal die Paulberger Limo mit Leontin zusammen probiert. Jetzt bin ich richtig gespannt, was ich damals gesagt habe, weil ich feiere die so krass, ich trinke die echt jeden Tag, die Paulberger Limo. Ja! Oh mein Gott, Leute. Ey, Leontin, geil. Leute, Leontin hat einfach mal etwas mitgebracht hier für uns. Und hier. Zwar, zeig's mal. Paulberger Limo. Leute, einmal Paulberger Limo für sich und zeig mal hier Paulberger Limo Bubblegum noch, ne? Geil. Let's go, Leute. Wir öffnen auf jeden Fall. Let's go. Lass mal darauf anstoßen. Zack. Ich bin gespannt, was ich damals gesagt habe. Das war das allererste Mal und du ja auch. Das werde ich jetzt das erste Mal testen. Oh. So, Leute. Wir haben einmal Bubblegum und einmal 40. Ich würde sagen, ich probiere erstmal 40. Wir werden jetzt öffnen, Leute. Einfach aufziehen jetzt. Leute, ja. Ich bin richtig gespannt. Max, du jetzt bin ich gespannt. Oha, Digga. Lol. Leute, das schmeckt nicht ganz so wie Eistee. Ich hab gesagt, es schmeckt nicht ganz wie Eistee. Also, ehrliche Meinung, ist schon eine 9 von 10. Jetzt bin ich mal auf Bubblegum gespannt. Oh. So, also Max, jetzt erwarte ich ganz viel auf jeden Fall. Alter, das riecht schon wie eine Kaugummifabrik. Fällt mal richtig weg, Lukas. Und wie ist es? Alter, Digga, das ist geisteskrank, Leute. Burger Pommes! So, Leute. Was fandest du eigentlich besser? Echt, ey, beim allerersten Mal testen fand ich Bubblegum besser. Aber mittlerweile feiere ich sogar Pfirsich mehr. Ey Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich einfach mal Leontins Kanal gehackt, Leute. Oh. Abonniert mal diesen Kanal und... Ey, warte mal. Hast du das schon mal gesehen bisher, warte. Das Short? Nein. Nein? Das waren beides die falschen Knöpfe, immer noch. Immer noch. Lass auch mal bei mir ein Abo da. Burger Pommes! Ey Leute, wenn ihr... Was hast du gemacht? Ey, es tut mir leid, okay? Ich habe einmal deinen Kanal gehackt. Ich dachte, du hast das Short schon gesehen mittlerweile. Kannst du das echt noch nicht? Oh mein Gott, Leute, Leontin hat mich einfach erwischt. Ja, okay, aber das Video hast du ja, glaube ich, schon gesehen, oder? Was ich da hochgeladen habe einmal. Wie? Da, wo ich deinen Kanal gehackt habe, dieses eine Video. Hä? Das hast du auch noch nicht gesehen? Nein! Ja, okay, das musst du dir dann noch später angucken, ne? Dieses Video endet, wenn Marvin Pum Pum Pum. Oh, ein Video mit Marvin? Banane. Nein. Fußball. Nein. Ronaldo. Es hat etwas mit Geld. Warte mal, also Marvin musste so ein Wort finden. Darf ich wissen, was es war? Ja. Burger Pommes? Nein. Brawl Stars. Brawl Stars? Oh, okay, krass. Ich weiß es nicht mehr. Stumble Guys. Nein. Fortnite. Nein. GTA. Nein. Minecraft. Nein. Brawl Stars. Ja! Let's go, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob... Hä, wie ist Marvin da drauf gekommen? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, Leontin. Oh, Alter, Leontin, schau mal, da hast du diesen Greifautomaten. 500er, 100er, 200er, alles mögliche. Leontin, du hast jetzt genau ein Versuch... Ey, den hatten wir ja auch in dem verbotenen Amazon-Produkte-Video, weißt du es noch? Stimmt.
Sag ehrlich, wie findest du den? Ich fand den richtig gut. Der ist geil. Okay, ich bin gespannt, was du da draus gezogen hattest. Aber ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Dafür Zeit. Oh Leute, lasst jetzt gerne schon mal ein kostenloses Abo da. Ja, da ist ja auch nur Geld drin, aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Ja oder nein? Let's go. So Leute, let's go. Es geht los. Nee, lass mal gucken erstmal. Alter, diese Kralle. Oha, er wäre das richtige Geld. Das ist ja richtig krass. Das schaffst du. Und total motiviert. Und? Was? Oh, was? Wie viel ist das? 10? Oh. Let's go. Alter, der ist ja richtig geil, der Greifautomat. Oh mein Gott, wie viel Geld hat er? Zeig es. Und es sind? 50 Euro. Oh. 50 Euro. Alter, 50. 50 Euro, die dir gehören. Let's go. Ey, das ist sehr, sehr geil. Das ist schon echt cool, ne? Ja. 100 Euro. Lol. Hey, warte mal kurz. Da hat einfach jemand einen Short von iCrimex wieder hochgeladen. Siehst du das? Wirklich? Ja, dieses ein Salto gleich 100 Euro. Der erste? Oh, Alter. Der zweite? Da konnte ich aber noch keinen Backflip. Ey, das ist schon richtig lange her sogar, oder? Ja. Wann war denn das? Vor einem halben Jahr? Da habe ich mich doch verletzt, glaube ich, an dem Tag. Ich glaube so 4-5 Monate. Ja. Ich glaub, Alter. Ich glaube so 7 Monate. Oder? Ja. Hey, aber so stark. Guck mal, da hast du auch schon ein Brawl Stars T-Shirt an. Siehst du das? Stimmt. Obwohl du danach gar nicht so viel Brawl Stars gespielt hast, oder? Zu dem Zeitpunkt. Jetzt spielst du ja viel mehr, oder? Weißt du, wieso ich das gekauft habe? Da habe ich auch das allererste Mal iCrimex getroffen. Stimmt. Ey, das ist richtig, richtig krass. Leute, da siehst du aber sogar auch noch ein bisschen anders aus, finde ich, als jetzt. Ich finde, da siehst du echt noch ein bisschen anders aus. Ein bisschen jünger siehst du hier aus. Ah. Ja, ja. Okay, Leute, weiter geht's. Wer als letztes das gefährlichste Krokodil der Welt loslässt, der oh. Euro. Oh. Schreibt in die Kommentare. Oh, Alter, stimmt, dieses Krokodil, da warst du auch dabei. Ey, Digga, das mit aber ich fand das gar nicht gruselig. Fandest du nicht gruselig? Ey, guck mal, ich hab da schon übelst Angst vor gehabt. Das ist richtig groß gewesen. Ja, ich hab's die ganze Zeit, als wäre es so ein Hund. Guck mal, da bist du. Aber guck mal, ey, ich weiß, da hattest du schon ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Alter, wie groß ist das? Aber Marvin hatte mehr Angst. Guck mal. Am besten hebe ich, ne? Also, 3, 2, 1. Wieso hast du mich gehalten? Ja. Ja, ich dachte, ich habe so Angst gehabt, dass das Krokodil sich so umdreht zu dir. Aber Alter, du hast da richtig durchgezogen. Ja, ja, natürlich. Ja, nicht nachmachen, das ist wichtig. Alter, guck mal, ich finde, da siehst du schon noch ein bisschen anders aus als jetzt. Oh, der hat sich bewegt. Oh, ich Alter, du, okay. Alter, du hast ja echt durchgezogen, Leon Team. Ich kann das gar nicht. Ey, Leon Team, ich sag dir ehrlich, ich gönn's dir. Leon Team, ich würde sagen, für die Burger-Pommes. Wer als letztes gefällt? Alter, Leute, wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, müsst ihr das ganze Video gucken mit dem Krokodil. Leute, heute wird ein kleiner Junge das erste Mal die Paulberger Limo testen. Bis ah! Let's go! Ey, da hattest du das erste Mal die Paulberger Limo getestet, ne? Nein, also mit iCrimex. Ah. Okay, Leute, wir starten hier mit dem in seinem Gaming-Zimmer einfach. Okay, komm, ich war schon auch bei iCrimex zu Hause. Wie findest du es da? Richtig cool. Oh mein Gott, das ist eine 10 von 10. Ich möchte jetzt nur Let's die... Let's go! Ich möchte jetzt sofort die andere. Nice. Okay, jetzt kommt hier der Bubblegum-Geschmack. Du darfst nicht ehrlich sein, ja? Okay, komm, trink. Ich bin gespannt. Und Bubblegum? Ich bin gespannt. Die wird ihm besser schmecken. Okay. Oh mein Gott, die ist ja richtig krass. Ich finde sogar Bubblegum besser. Bubblegum findest du besser? Okay, Leute, nice. Jetzt alle liken und abonnieren und checkt die Paulberger Limo. Ey, richtig geil. Ja. Sehr, sehr heftig, Leute. Leute, heute gibt es 10.000 Euro, wer es zuerst schafft, die Rutsche runterzurutschen. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da, Leute. Da war noch go. Der OG Burger Pommes. Alter, stimmt, das war der erste Burger Pommes Merch noch, ne? Ja. Leute, wir haben da so ein Wettrennen gemacht im Spieleparadies. Ich weiß nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Ich glaube sogar, entweder du oder ich. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du es noch? Nee. Auch nicht, ne? Leute, auf jeden Fall lasst mal jetzt ein Like da und wir gucken jetzt. Und 3, 2, 1. Und. Alter, oh! Ja! Jetzt hab ich mir vorbeigedrückt. Ich hab gar nichts Du hast dich vorbeigedrückt. Ich hab ein bisschen gecheatet, Leute, stimmt. Ich hab mich so ein bisschen weggedrückt von den beiden. Das war schon ein bisschen unfair, ne? Komm zurück auf meinem Kanal, heute mit Marvin und Leontin. Was geht, Freunde? Alle Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare. Leute, Hashtag Team Pink oder Mina? Ja, Hashtag Team Pink.
Los, Leute, kommentiert! Leute, heute schmuggeln. Sag ehrlich, Leontin, bist du Team Burger Pommes oder Team Pink? Burger Pommes. Trotzdem natürlich Team Pink auch sehr, sehr Ehre. Also die auch, Süßigkeiten. Ja, liebe Grüße an Chanzel. Ins Kino. Und wisst ihr, was krass ist? Mina tritt gegen Leontin an. Willkommen zurück auf mein... Leontin, du kriegst 500 Euro von dir, wenn du schaffst, jetzt hier einen Frontflip zu machen im Schwimmbad. Ziehst du durch? Ja, mach. Ey, ich hab so... So, Leute, hier ist... Ey, da wart ihr... Alter, da wart ihr im Miramar oder wo? Ja. Da kann man doch gar nicht springen, oder? Die Kohle, Leontin, ziehst du durch? Ah, vom Beckenrand. Oh, ganz gefährlich, Leontin. Sag dir ehrlich. Schau mal, was für ein Rückenklatscher. Oh mein Bam. Gott! Geisteskrank! Ey, Leontin! Ey, ey, ganz ehrlich, ich finde, das zählt. Durchgezogen! 500 Euro für dich! Leute, abonniert alle seinen Kanal. Rot, du 40.000 Abos! Ja, komm, ich finde, das hat gezählt. Ich finde schon. Moin, Leute, ich bin kurz vor 20.000 Abonnenten. Richtig, ey, schau mal, Leontin. Oh mein Gott. Wann ist das? Lol. Da hattest du nicht ganz 20.000 Abonnenten. Genau, let's go und abonniert alle den Kanal. Schon mal schauen, Leute, wann war das? Vor zwei Wochen. Richtig krass, Leontin. Oh mein Gott. Ja, siehst du hier, die ganzen Kommentare. Zwei Wochen alt. Genau, let's go und abonniert alle den Kanal. Digga, du hast in zwei Wochen nochmal 50.000 Abonnenten dazu bekommen, Leontin. Ey, Digga, das ist so geisteskrank. Weißt du das eigentlich? Ey, Leute, Leontin hat viel schneller Abonnenten gemacht als ich damals. Das ist so krass. Geisteskrank. Heute zeige ich euch Top 3. Oh, hey, warte mal. Wer ist das hier? Irgendeiner aus der Schule. Ah, ein Kumpel von dir? Ja. Okay. Irgendeiner einfach. Ah, ihr habt so YouTuber-Bücher bewertet. Okay, auch. Let's go. Was ist Platz 2, Leontin? Platz 2 ist natürlich... Oh! Ey, das ist ja mein Buch. Ja. Platz 2. Hä, warum Platz 2? Warte, schau mal, was Platz 1 ist. Also ich lese das richtig gerne. Und wie findest du das? Ich gebe eigentlich auch eine... Oha! Okay, let's go. Ey, hat er gesagt, meinst du Platz 1? Ja. Lol. Let's go, das ist Platz 1. Und was ist auf Platz 1? Irre. Platz 1 ist, komm, wir mit. Zeigt. King Crimex. Ja, okay. Ein Crimex-Bücher auch richtig geil, finde ich ehrlich. Let's go. Ich feiere das so gerne. Ich habe das tausendmal mit durchgelesen. Welchen Platz würdest du das packen? 2. Okay, Leute, abonniert diesen Kanal für mehr und schreibt euer Lieblingsbuch in die Kommentare. Ey, aber er ist richtig Ehrenmann, dass er mein Buch auf Platz 1 packt. Ja. Richtig, richtig Ehrenmann. Richtig geil. 50 Euro für jedes Mal. Oh! Du hey, lol, da hattest du so eine andere Frisur, oder? Hä? Ey, was hattest du da für eine Frisur? Ich habe nicht einmal ein Video mit dir aufgenommen, wo du die hattest. Keine Ahnung. 1, 2, okay, oh mein Gott, Digga. Lol, Alter. Hä, ich habe noch nie die Frisur bei dir gesehen. 1, sieht fresh aus. 2, Junge, zweimal. Let's go, Leontin, letzter Versuch. 1, 2, 3. Oh mein Gott, okay. Let's go, du hast dreimal geschafft. Ey, stark, richtig geil. Ey, vor allem, ich sag ehrlich, ich finde die Frisur fresh. Dankeschön. Ja, die ist geil. Dieses Video endet, wenn Leontin Pokémon sagt. Fußball? Nein. Gaming? Nein. Starter Guys? Nein. Ventilator? Richtig, Leute, Hashtag Ventilator in die Kommentare. Dieses Video endet, wenn Leontin... Hä, warte, ich hab's gar nicht gehört. Was war denn das Wort? Ventilator. Hä? Wie random. Und dann hat Marvel einfach gesagt, alle Hashtag Team Ventilator in die Kommentare. So war Candys Reaktion, als ich Candy sein Gesicht geleakt habe. Lass Like und Abo da. Du hast Candys Gesicht geleakt? Ja. Wirklich? Ja. Lol. Hast du nicht gesehen? Mal, Candy ruft noch. Nein. Alter, ich mach Videoanruf, jetzt reicht's mir. Candy. Mach deine Kamera an, sofort. Ich sehe dich. Hey! Jetzt werde ich dich zeigen. 1, 2, 3. Ey, Leontin, du hast gerade einfach Candys Gesicht gezeigt. Oh mein Gott. Der zeigt sich doch gar nicht. Ja, Leute, das müssen wir hier leider zensieren. Also an meinen Cutter, das muss zensiert werden. Er wird die Aufnahmen veröffentlicht. Ey, lösch das. Nein, werde ich nicht. Die Aufnahmen. Ich hab dich gehackt und werde jedem zeigen, wie du aussiehst. Hey! So. Leute, das ist wirklich sein... Ey, was hat der verpixelt im Video, ne? Alter, stell dir mal vor, der Cut hätte das vergessen zu verpixeln. Das wäre gut. Dann wäre er richtig sauer gewesen. Oh, da erklärst du mir, wie man Burger Pommes macht. Ja. Weil da ist ja der Käse, oder auch Burger Takis, Leute. Hier. Ja.
Burger Takis. Ja. Oh, Alter, den hast du perfekt gemacht. Alter, richtig fett Burger Pommes. Boah, ey, das ist ja richtig lecker. Ey, der ist perfekt, der ist richtig krass. No joke, mega heftig, Leute. Oh mein Gott, meine Freunde, heute teste ich das allererste Mal grünes Lol. Aus Amerika direkt. Lol, das sind diese Prime Sticks gewesen. Ja, ja, ich hab die verschenkt. Echt? Ja. Haben die geschmeckt? Ja, eigentlich schon. Aber wie normales oder anders? Leontin, ganz normal. Guckt mal, wie das aussieht. Oh mein Gott. Alter, sieht ja ganz anders aus. Test mal und sag, wie schmeckt. 1 bis 10. Und? Ich bin gespannt, was du sagst. Alter! Leute, abonniert den Kanal für 30.000 Abonnenten. Es hat ganz normal geschmeckt wie normales Prime, oder? Ganz normal. Mann! Einfach Tobi, Digga. Hä? Ich wusste das gar nicht. Hä, in welchem Video war das? Das war, als ich alles machen durfte, was Eltern verbieten. Das ist einfach Tobi. Schau mal, man sieht seine Arschschütze. Ja, Adi, das musst du zensieren. Und ein paar Pixel, aber sowas von. Oh mein Gott, Junge. Das ist richtig witzig. Hi. Oh. Alter, da hast du Nader Jindawi getroffen, oder? Ja. Ey, richtig krass. Hier, die ganze Tüte ist für dich. Ja, alles für dich, haben wir dir extra geholt. Krass, danke. Leontin, sag mal von wo wir herkommen. Wir kommen von Mannheim und... Echt? Ja. Extra wegen mir? Ja, ja. Mit den Süßigkeiten? Ja, fürs Video. Oh, danke. Sehr Alter. Schön, ja. Ey, sag mal, wie weit seid ihr eigentlich gefahren zu Nader Jindawi? Boah, mindestens 7-8 Stunden. Alter. Und der hat sich richtig gefreut, ne? Richtig. Ey, der hat sich auch voll Zeit genommen, ne? Für euch ist eigentlich korrekt. Hatte der da gerade Fußballtraining? Der hat mir auch seinen Schal geschenkt. Wirklich? Eine Ehre, dass du gekommen bist, ja? Lol. Ja, merke ich mir. Ich habe einen echten Superstar getroffen. Könnt ihr noch ein Foto machen? Ja, natürlich. Okay, Leontin stellt sich daneben. Hey, danke, Mann. Ich glaube, wir sollen ein bisschen beiseite gehen eben. Nicht, dass er die umfährt, ne? Ja, ja. Sehr gefreut. Super, wir haben zu danken. Ey, vielen Dank nochmal, ne? Warte. Ey, richtig krass, korrekt. Ja. Ciao. LOL. Boah, cool. Geil. Alter! Ey, vielen Dank, ne? Hast du den noch? Ja, hab ich. Ciao, ciao, dann mach's gut, ne? Ey, das ist voll Ehre von ihm, oder? Ja. Oh mein Gott, richtig krass. Vielleicht kommst du mal zum Spiel vorbei? Ja, können wir machen. Wenn ich dich schon sehe, dann kriegst du auch mal Trikot. Kannst du mich im Video grüßen? Also, ich kann es nicht versprechen. Okay. Ja. Okay, danke, ne? Ey, richtig krass. Also das hat irgendjemand... Leute, das hat irgendjemand hochgeladen. Es hat einfach fast 100.000 Likes auf TikTok, ne? Aha. Richtig heftig. Also wirklich geisteskrank, muss ich wirklich sagen. Also Leute, das war's auf jeden Fall mit den Shorts von Leontin. Wir haben zusammen drauf reagiert, fand die richtig cool. Also ohne Witz, sehr, sehr krass. Lasst einen fetten Like, dann kostet das Abo. Abonniert Leontin. Bis dann. Ciao, ciao.